Und finde, man muss immer deutlich machen, wo die Neutralität endet. Und die Neutralität endet dort, wo die Verbrechen, die hier begangen wurden, in Zweifel gezogen wurden. Und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist gewissermaßen grundlegend für unsere demokratische Selbstverständigung. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann wird unsere Demokratie in Frage gestellt. Und da müssen wir, glaube ich, laut werden. Jetzt waren die Wochen davor für diese Gedenkstätte und für alle Gedenkstätten in Deutschland schon ganz schön ruppig. Also Sie haben viele, viele Pressetermine gehabt. Sie haben immer vom erinnerungspolitischen Klimawandel gesprochen. Was war denn los die letzten Monate? Oder können Sie sagen, seit wann das so ist? Naja, also das ist ja ein schleichender Prozess. Und angefangen hat das im Grunde 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise, die ich gar nicht als Flüchtlingskrise wahrgenommen habe, aber als solche bezeichnet wurde von insbesondere von politisch rechter Seite und dann dem Aufstieg von Pegida und wie sie alle hießen. Und das hat sich dann auch in den Gedenkstätten gezeigt, wie überhaupt in der gesamten Erinnerungskultur, dass Dinge, die vorher nicht sagbar waren, offensichtlich sagbar wurden. Es hat eine Diskursverschiebung nach rechts gegeben. Rassismus wurde salonfähig. Auch Antisemitismus hat zugenommen. Muslimfeindlichkeit hat zugenommen. Die wird da manchmal vergessen. Und das hat man schon sehr deutlich gemerkt, auch an den Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern in den Gedenkstätten, die zunehmend angefangen haben, Betreuungen zu schwieriger zu machen, indem sie gezielt gestört wurden, indem Signalfragen gestellt werden, indem Holocaust-Verharmlosung betrieben wird. Das fing damals an, aber das ist noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Dann kam Corona mit den ganzen Verschwörungslegenden, die dranhingen aus der Pandemie-Leugner-Szene, Shitstorms, die wir hier bekommen haben, geschichtsrevisionistische, falsch-historische Analogien zwischen der angeblichen Corona-Diktatur und den Corona-Schutzmaßnahmen, antisemitischen Verschwörungslegenden, die zugenommen haben, QAnon und wie sie alle heißen. Auch das ist natürlich an den Gedenkstätten und an der Erinnerungskultur nicht spurlos vorbeigegangen und hat den Antisemitismus vor allen Dingen dann nochmal einen starken Auftrieb gegeben. Und dann kam der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, was diese Verschwörungslegenden noch einmal verstärkt hat, auch die Szene noch mal radikalisiert hat, die ja sozusagen nahtlos von den Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Demos auf die Pro-Russland-Demos umgeschwenkt ist oder beides zusammen gemacht hat. Aus dem Diese großen ganzen. Austausch wurde der Great Reset. Genau, Ja. so. Und das hat nochmal zur Radikalisierung beigetragen und nochmal zu zusätzlichen Angriffen auf die Erinnerungskultur geführt. Was man dann in den Gedenkstätten dadurch merkt, dass auch tätliche Angriffe auf glücklicherweise nicht auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auf Dinge, auf Sachen, also Sachbeschädigung hat zugenommen und also die Bäume, die abgesägt wurden letztes Jahr hier rund um Weimar, Erinnerungsbäume für Ja. Häftlinge des KZ Buchenwald. In Nordhausen gab es dann Nachahmereffekt, auch da wurden Bäume abgesägt. Antisemitische, rassistische, Holocaustleugnende Schmierereien in der Gedenkstätte, aber auch in der Stadt Weimar. Und das waren vor einigen Jahren noch Vorfälle, die vielleicht alle paar Monate mal auftraten. Dann waren es alle paar Wochen und jetzt im Sommer war es zeitweise täglich. Jetzt haben Sie gerade gesagt, zuletzt war es so, ich habe es auch über die Social-Media-Kanäle mitbekommen, wöchentlich haben Sie hier Hakenkreuz-Schmierereien gefunden, die weggemacht werden mussten. Sie haben bestimmt einen guten Überblick über die BRD-Gedenkstätten-Szene. Haben Sie da einen speziellen Fall hier in Thüringen oder ist es genauso in Sachsenhausen, in Neuengamme, in Dachau? Wir kriegen das von den Kollegen aus den anderen großen Gedenkstätten gespiegelt, dass es dort ähnlich ist. Trotzdem haben Sie mit Thüringen wahrscheinlich auch im Hinblick auf die nächsten Landtagswahlen mit der ja doch nochmal anderen Stärke der AfD, also gut, auch in Hessen und Bayern sind die jetzt zweitstärkste Kraft. Hier werden Sie vielleicht stärkste Kraft nächstes Jahr. Haben Sie das Gefühl, das macht was? 10 Jahre AfD in Thüringen, hat das was gemacht auch mit der Gedenkstätte? Und wie blicken Sie sozusagen auf diese Landtagswahlen? Ja, also natürlich macht das was, weil bestimmte Dinge, wo wir vor 10 Jahren noch gedacht hätten,
Wenn jemand so etwas von sich gibt, dann ist der aber sowas von schnell auf dem Abstellgleis und hat keine Möglichkeit mehr, irgendwelche politischen Karrieren zu machen. Ich meine, es ist nur im politischen Bereich. Das hat sich geändert und das hat sich aber nicht nur in Thüringen geändert. Also denken Sie an die Aiwanger-Debatte jetzt im Sommer. Ich glaube, Aiwanger wäre vor 10 Jahren damit nicht durchgekommen. Jetzt kommt er mit sowas durch. Und gewinnt direkt Mandate. Und gewinnt auch noch zusätzlich Mandate dazu. Achso, er selbst auch noch. Er hat zum ersten Mal das Direktmandat geholt. Ja. Als Person. Und seine Partei kriegt noch Punkte dazu. Kriegt noch 2 oder was, 2,5 oder sowas dazu. Und die Umfragen waren ja auch so. Vor der Aiwanger-Debatte, das war ja eine Woche, wo es in den Medien sehr, sehr stark, und da hat er 4 Prozentpunkte gewonnen in der Debatte. Und man sieht, dass es offensichtlich einen doch nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung gibt, der nicht nur empfänglich für sowas ist, sondern sowas gutheißt. Mhm. Und in Thüringen haben wir immer wieder Debatten um Geschichtspolitik. Denken Sie nur an Nordhausen, den OB-Kandidaten, wo ich ehrlich gesagt, also ich hatte mich mit dem Kerl wirklich lange Zeit nicht beschäftigt. Ich hatte den nicht auf dem Schirm. Und erst als es klar war, dass der ernsthafte Chancen hat, Bürgermeister zu werden, habe ich den gescreent. Und dann brauchte man nicht lange. Das waren 5 Minuten Google-Recherche, um herauszufinden, dass der unerträgliche, geschichtsrevisionistische, Holocaust-verharmlosende Statements mehrfach veröffentlicht hat. Und das hätte eigentlich vor Ort auffallen müssen. Das war auch der Presse vor Ort nicht aufgefallen. Es kam dann eine Kollegin der Thüringer Allgemeinen zu mir und meinte, ja, sie sei ganz zerknirscht, dass denen das nicht selbst aufgefallen ist. Und das zeigt aber, dass Dinge einfach normal geworden sind offenbar, so dass selbst wachen politischen Zeitgenossen nicht mehr auffällt, dass das Dinge sind, die so nicht tragbar sind. Sie haben sich in Nordhausen, Sie haben ja wirklich auch einen wahnsinnig guten Job gemacht, Sie als Gedenkstättenverband, aber auch Sie als Person in Nordhausen, Sie haben sich ja da wahnsinnig engagiert und wirklich dann es geschafft, das zu verhindern. Trotzdem war das ja total knapp, wenn man ehrlich ist, es ist völlig bizarr. Können Sie da eine Bilanz ziehen? Was hat da funktioniert? Und funktioniert hat, also für mich ist in dieser ganzen Debatte klar geworden, und da war ich vorher im Zweifel. Also ich kann den Zweifel formulieren. Und die Kollegen in Dora waren sogar dagegen, dass wir eine Pressekonferenz machen. Weil sie gesagt haben, das treibt doch nur zusätzlich Leute in die Arme der AfD. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, die Gefahr sehe ich auch. So Stichwort Aiwanger. Ja. Aber ich möchte mir nicht den Vorwurf machen lassen, nach der Wahl nichts gesagt zu haben. Ja. Und einfach das geschehen zu lassen, dass ein Geschichtsrevisionist zum Oberbürgermeister einer Stadt wird, auf deren Territorium eine der größten Gedenkstätten Deutschlands liegt. Das war eigentlich der Hauptgrund. Und im Nachhinein habe ich mich vielleicht sogar etwas Besseren belehren lassen, nämlich dass es offensichtlich hat ja unser Verweis darauf, dass dieser Mensch als Geschichtsrevisionist und Holocaust-Verharmloser unterwegs ist, die Leute nicht in die Arme der AfD getrieben, sondern ganz im Gegenteil, Personen, die vielleicht vorher nicht zur Wahl gegangen sind oder die vorher ihn wählen wollten, hat diesen Leuten die Augen geöffnet. Mhm. Und eigentlich nehme ich aus Nordhausen die Botschaft mit, dass es sinnvoll ist, sich argumentativ mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit ihren Pamphleten auseinanderzusetzen, ohne schrille Töne, aber ganz sozusagen mit aller gebotenen Sachlichkeit und Wissenschaftlichkeit deutlich zu machen, wo Grenzen überschritten wurden.